So, jetzt haben wir 10:02 Uhr. 76 Kolleginnen und Kollegen sind eingewählt. Ich starte einmal. Herzlich willkommen zum Webinar Klimawandel und Naturgefahren, aktuelle Sigma-Studie und parametrische Lösungsansätze. Der guten Ordnung habe die Frage: Ich bin hörbar. Ja, Steffi, Tanja, könnt ihr kurz bestätigen? Ja, wir hören dich gut, danke. Super, merci. Ja, mein Name ist Bijan Daftari. Ich bin Country Manager für Swiss Re Corporate Solutions Deutschland Österreich und ich habe heute die Ehre, das Privileg, die Moderation für dieses Webinar führen zu dürfen. Ja, großes Thema Klimawandel, omnipräsent und bisher war der überwiegende Teil der steigenden Schadenzahlen, die wir im Bereich Naturkatastrophen feststellen, auf Urbanisierung und globales Wachstum zurückzuführen. Also zumindest ist empirisch betrachtet die Ableitung nicht vollkommen klar, welche Rolle das der Klimawandel die größte Rolle spielt. Und unsere Referenten werden sicherlich dazu später noch weitere Ausführungen treffen. Für die kommenden Jahrzehnte erwarten wir aber genau das. Der Klimawandel wird sich als wesentlicher Faktor für steigende Schadenzahlen stärker manifestieren und wir erwarten eine Zunahme an temperaturgetriebenen Schäden. Wir erwarten höhere Schadenfrequenzen. Um die Versicherbarkeit sicherzustellen, müssen wir als Versicherten- und Versicherergemeinschaft uns stärker mit dem Thema beschäftigen, die Effekte des Klimawandels permanent verfolgen und verstehen, unsere Modelle entsprechend anpassen und unser Risk Management entsprechend anpassen. Die Sigma-Studie 2020 des Swiss Re Institutes hat sich genau mit diesem Themenkomplex beschäftigt. Sie trägt den Titel Natural Catastrophes in Times of Economic Accumulation and Climate Change. Und Tanja, wenn du jetzt mal auf das nächste Slide gehen würdest. Ja, und so ist es uns eine Freude, dass wir Dr. Michael Walz, NatCat-Spezialist beim Swiss Re Institute, als Referenten für dieses Webinar gewinnen konnten, der uns durch Erkenntnisse genau dieser Studie führen wird. Und darüber hinaus Tom Keist, Global Captive Solutions Leader, Swiss Re Corporate Solutions und einer unserer Spezialisten für parametrische Lösungen gewinnen konnten, der uns parametrische Lösungsmodelle vorstellen wird. Michael, und damit an dich. Ja, vielen Dank, Bijan. Guten Morgen und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Michael Walz. Ich bin, wie gesagt, ein Natural Catastrophe Specialist, wie das in Neudeutsch heißt, beim Swiss Re Institute und beschäftige mich da vorrangig mit atmosphärischen Gefahren, also den Modellentwicklungen für atmosphärische Gefahren, für das Reinsurance Pricing bzw. das Insurance Pricing per se. Ja, im heutigen Vortrag geht es, wie schon gesagt, um den Klimawandel und Naturgefahren. Jetzt im generell so ein bisschen die physikalische Seite, aber eben auch im Hinblick auf die Versicherungsindustrie. Dann gehen wir auch mal direkt rein. Die nächste Slide, genau. So generell gibt es so diese drei Topics. Welche Effekte des Klimawandels sind bereits zu beobachten, beziehungsweise haben wir bereits beobachtet? Was hat sich schon als Trend niedergeschlagen? Generell, was diese Trends oder diese Effekte für die Versicherungsindustrie bedeuten, heute oder auch in naher bzw. ferner Zukunft. Und dann insgesamt, wie die Versicherungsindustrie, also auch inklusive Swiss Re und Swiss Re Corporate Solutions, damit umgehen. Nächstes Slide dann. Jetzt nochmal kurz als Recap für die letzten 3 Jahre, was. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich mitbekommen haben, waren die letzten 3 Jahre in Bezug auf Schäden von Naturkatastrophen relativ außergewöhnlich, beziehungsweise die Summe der 3 Jahre. Im Jahr 2017 mit den 3 Hurricanes in den USA und in der Karibik hatte man eben eine akkumulierte Schadenssumme von 152 Milliarden US-Dollar. 2018 dann kein wirklich großes Ereignis, aber viele kleinere. Da gab es eben diese ganzen Wildfire, vor allem in Kalifornien. Und dann eben im letzten Jahr nochmal vor allem in Japan die Taifunereignisse. Somit die letzten 3 Jahre als akkumuliert die teuerste 3-Jahresperiode aller Zeiten in Bezug auf Versicherungsschäden waren. Jetzt auf der nächsten Slide sehen wir dann nochmal ein bisschen detaillierter, was in 2019 genau passiert ist. Hier hat man eben diese 4 großen Ereignisse, wobei man sagen muss, dass
Der Zyklon Ida in Mosambik, wie man hier auf der Grafik gut sieht, gab es zwar einen hohen Schaden, wobei allerdings nur 4% des ganzen Schadens versichert waren. Economic Loss waren jedoch 3 Milliarden Dollar. Zusätzlich eben diese, wie auch groß präsent in den Medien, die beiden großen Taifune Hagibis und Faxai in Japan mit einem akkumulierten Loss von 22 Millionen US-Dollar, wovon auch 70% versichert waren. Dann eben die sehr intensive Buschfeuersaison in Australien und eben noch dieser Hurricane Dorian, der mit einer der stärksten Hurricanes war, die im nordatlantischen Raum jemals beobachtet wurden, allerdings knapp an der US-Küste vorbeigeschrammt ist und eben die Bahamas überquert hat. Dann die nächste Slide, bitte. Dann jetzt mal als generellen Überblick. Das ist ein bisschen eine volle Slide, aber ich versuche Sie mal ein bisschen da durchzulenken. Also Klimawandel per se ist immer ein systematisches Risiko für die ganze Versicherungsindustrie. Man kann das so ein bisschen in so einem Matrix-Format aufteilen. Im oberen Teil sehen Sie hier die Übergangsrisiken oder auf Englisch sagt man Transition Risks, die jetzt sich nicht explizit mit den eigentlichen Auswirkungen des Klimawandels, der physikalischen Auswirkungen befassen, sondern eher mit den ganzen Teilen, die damit einhergehen, eben die Klimaemissionenpreise, die erhöhte Regulation vom Regulator, dann auch verändertes Konsumverhalten, eben diese ganzen Sachen, die man als Übergangsrisiken bezeichnet, die insgesamt zwischen, also es ist eine sehr große Unsicherheit, aber eine geschätzte 4 bis 14 Billiarden Vermögenswerte dadurch eben entwertet werden oder eben wertlos werden. Da eben Investments in kohlereiche Industrien zum Beispiel vielleicht abnehmen. Und eben diese ganzen Risiken, wenn man die zusammennimmt, das sind auch Folgen des Klimawandels, allerdings eben eher so indirekt. Im unteren Teil hier mit der grünen Box markiert, das sind jetzt wirklich die physikalischen Risiken oder die physischen Risiken des Klimawandels, die eben, wie Bijan schon am Anfang aufgenommen hat, der Anstieg von Extremereignissen sowohl in der Frequenz und auch der Intensität oder auch beidem, das ist immer so ein bisschen die Frage. Und dann eben auch chronische Veränderungen, die nachhaltig veränderte Niederschlagsmuster mit sich bringen, eine erhöhte Variabilität oder auch eben der kontinuierliche Temperaturanstieg. Und der geschätzte Schaden hierfür auch wieder mit sehr großer Unsicherheit natürlich behaftet, aber selbst wenn es nur 1% wäre, wäre das schon viel, zwischen 1 und 20% des globalen GDP im Jahr 2100. Dann bitte auf die nächste Slide. Jetzt nochmal ein bisschen ein längerer Rückblick, was wir schon beobachtet haben. Das hier ist eine Zeitreihe die Schadenszahlen vom Swiss Re Institute seit 1970. Und man sieht eben in hellblau hier die Schäden, die eben mit Wetter zu tun haben oder eben von extremem Wetter beeinflusst werden, so, also eben Überschwemmungen, Stürme, Hagelstürme, eben alles, was dazugehört. Und man sieht hier eben, also wenn man sich jetzt einfach nur den klaren Trend anschaut von 1970 bis heute, sieht man eben einen ansteigenden Trend. Und eben insgesamt sind mindestens 70% aller versicherten Versicherungsschäden beeinflusst durch extremes Wetter, wie man ja an der relativ großen Teil dieser hellblauen Balken sehen kann. Man hat eben diese Peaks in 2005, den Hurricane Katrina, und eben auch in 2017 die Hurricanes Harvey, Irma und Maria. Und man sieht aber auch die letzten 3 Jahre eben generell eben hoch durch diese Campfire und die Taifun in Japan. Dann einmal klicken, glaube ich, und dann nochmal eine Slide weiter, bitte. Eben 60% war das im letzten Jahr. Jetzt kann man sich eben fragen, ob der Klimawandel, also eben, wie wir schon besprochen haben am Anfang, ist vielleicht nicht unbedingt der einzige Teil, der diesen Schaden beeinflusst, eben auch diese Urbanisierung eine Rolle spielt, wie man hier ganz gut sieht, sind hier 4 Fotos. Die oberen beiden zeigen Shanghai einmal im Jahr 1990 und einmal 2010, wobei das nun auch schon wieder 10 Jahre her ist. Aber man sieht eben gut, dass sich auch einfach quasi die Urbanisierung oder die ganze Asset-Fokussierung hat sich eben auch verändert. Das heißt, man hat einfach in Regionen, die eben von Extremwetterereignissen heimgesucht werden, eben auch eine Veränderung des Vermögens oder eben der Bebauung und dadurch werden eben Schäden auch vorrangig getrieben. Genauso wie man hier unten jetzt sieht für Florida, wo man in den 1920er Jahren quasi noch einen Feldweg hat, hat man heute eben eine voll entwickelte Stadt und eben wenn der Hurricane dort heute irgendwie hinwegzieht, hat man natürlich deutlich erhöhte Schäden im Vergleich zu 1920er Jahren. Es gibt eben
diese fünf Faktoren hier auf der rechten Seite. Es gibt einmal eine generelle wirtschaftliche Entwicklung, dann gibt es eben, wie schon besprochen, die Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum, aber auch die Versicherungsindustrie hat sich eben verändert, es gibt größere Deckung. Dann gibt es ein relativ neues Phänomen, würde ich mal sagen, dieses auf Englisch Social Inflation, eben quasi das Verhalten der Bevölkerung, dass sie mehr dazu neigt, auch wirklich Versicherungsschäden rückzufordern und das auch wirklich, also das vor allem dann in den USA auch ein größeres Problem, das auch wirklich rigoros durchzieht, bis eben diese ganzen Gerichtsprozesse, die eben quasi auch noch zusätzliche Kosten dann für die Versicherungsindustrie stemmen müssen und dann die veränderte Vulnerabilität, eben Oberflächenversiegelung und dann eben natürlich das Letzte, was hier auf der Last but not least, wie man sagt, in der unteren Box, natürlich hat man auch den Klimawandel und die Klimavariabilität. Jetzt einmal bitte weiter. Und das ist jetzt hier ein Zitat aus der Sigma-Studie. Auch wenn man jetzt sagt, man kann jetzt nicht noch wirklich den Klimawandel per se, also wirklich die physischen Gefahren per se, wirklich mit den Lost-Daten in Verbindung bringen, weil man eben diese ganzen anderen Einflüsse hat, ist es eben halt auch noch kein Beweis, dass es keine Veränderung gibt. Was man halt irgendwie vor allem in der Klimaforschung auch stets sagt, ist, dass eben die Zeitskalen, auf denen man sich bewegt, die sind jetzt halt nicht einfach nur 5 Jahre, sondern da bräuchte man einfach ein wirklich bisschen längere Observationszeitraum, der einfach über vielleicht mal 50 Jahre dauert, aber eben von den Daten alleine kann das halt einfach noch nicht in dem Sinn statistisch bewiesen werden, dass der Einfluss direkt durch den Klimawandel vorhanden ist. Deswegen ist es eben so wichtig, dann auch in die Zukunft zu schauen. Dann bitte weiter. Jetzt hier mal so, was wir schon beobachtet haben in Bezug auf wirklich physikalische Auswirkungen. Das ist hier die Temperaturentwicklung global von 1880 bis ins Jahr 2019. Und man sieht hier Temperaturanomalien. Das bedeutet, das sind Abweichungen gegenüber dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. Also man nimmt quasi den Mittelwert von 1900 bis ins Jahr 2000 und zieht den dann ab. Und dementsprechend sieht man hier quasi die Abweichung im Vergleich zum globalen Mittel vom 20. Jahrhundert. Und man sieht eben schön, dass seit 1960 eigentlich jede Dekade wärmer war als die davor. Man hat einfach seit 1980 quasi nur einen kontinuierlichen Anstieg, der damit quasi endet, dass 2018 das wärmste Jahr, 2017 global war es 2016, das wärmste Jahr seit 1880 eben war und 2019 das zweitwärmste seit 1880. Und dann, das ist jetzt hier noch nicht drauf, aber 2020 war global das erste Quartal, also Januar, Februar, März, war das zweitwärmste überhaupt trotz des neutralen El Niño-Zustands. El Niño hört man auch immer wieder in den Medien, ist ja so ein globales Wetterphänomen, das quasi wärmere Ozeantemperaturen hervorruft, dass in den Jahren es tatsächlich generell wärmer ist, aber eben 2020 war das sogar das zweitwärmste ohne diesen El Niño-Zustand. Dann in der nächsten Abbildung gibt es das Gleiche nochmal für Deutschland. Deutschland ist eine ähnliche Zeitserie, genau, man sieht quasi genau die gleichen Daten. Es sind auch Temperaturanomalien, hier allerdings nur im Vergleich zu 1961 bis 1990, also die Vergleichsperiode ist ein bisschen kürzer. Aber auch hier sieht man eben den kontinuierlichen Anstieg eigentlich seit 1980, wo das Jahr 2019 insgesamt 2 Grad Celsius wärmer war als der Durchschnitt von 1961 bis 1990 und generell Deutschland über dem globalen Anstieg liegt. Nächste Slide bitte. Eben und auch laut einer Forsa-Umfrage sehen auch 68% der Deutschen den Klimawandel als Problem. Und wie man jetzt auch sieht, zu Recht. Jetzt, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, kann man generell sagen, es gibt eben viele Klimastudien und da ist auch generell eine große Unsicherheit, wie man jetzt auf der linken Seite hier sieht. Das ist eine Abbildung der Veränderung der globalen Oberflächentemperatur in Grad Celsius und der grüne, leicht grau hinterlegte Teil sind eben historische Daten und ab dem Jahr 2005, das ist da, wo die meisten Klimamodelle eben beginnen, sieht man hier zwei Klimaszenarien. Das in hellblau und dunkelblau und man sieht, da sind zwar große Unsicherheiten, aber der Trend ist eben unbestritten. Und hier muss man dazu sagen, dass diese beiden Szenarien sich stark unterscheiden. Eben das 8.5-Szenario ist eins, was generell bezeichnet wird eben als Business as usual, also wenn wir quasi einfach genauso weiterwirtschaften wie bisher. Und das 2.6-Szenario ist eben einfach ein Szenario, wo es schon starke Einschränkungen gibt und wo quasi Treibhausgasemissionen massiv zurückgeschnitten werden, schon in den nächsten Jahren, wo wir jetzt eigentlich schon fast ein bisschen zu spät dran sind. Und eben auf der rechten Seite sieht man das quasi mal ein bisschen geografisch dargestellt für Europa.
Auf der linken Seite sieht man die Änderung der Sommertemperaturen in Grad Celsius für das quasi Business-as-usual-Szenario und eben auf der rechten Seite dasselbe für den Winter. Und man sieht eben hier, dass man quasi flächig über Europa zwischen 2 und 6 Grad, über 6 Grad sogar, einen Anstieg in der Temperatur beobachten kann in diesen Klimaszenarien. Nächstes Slide bitte. Wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, dass der Klimawandel oder beziehungsweise der Klimawandel und auch der menschliche Einfluss auf den Klimawandel ist jetzt kein neues Phänomen. Da gibt es schon zum Beispiel eine wissenschaftliche Studie von 1978, wo davor gewarnt wird, dass mit steigendem CO2-Ausstoß das westantarktische Eisschelf abbrechen könnte. Und dann gibt es eine Studie von 2014, die eigentlich genau das Gleiche bestätigt oder beziehungsweise noch ein bisschen weiter spannend das ganze Phänomen. Und es hat eben, also man hat bisher habe ich jetzt haben wir uns auch nur Temperaturen angeschaut, aber eben die steigenden Temperaturen haben natürlich verschiedene Auswirkungen, sodass also A, auf einmal die wärmeren Durchschnittstemperaturen, der Anstieg der Meeresspiegel, Abschmelzen der Polkappen, was auch mit dem Meeresspiegel dann wieder zu tun hat, dass eben die Hitzewellen länger und häufiger werden, dass sich Niederschlagsverteilungen verändern und auch einfach vereinzelte extreme Wetterereignisse, die extremer werden und dann eben auch Folgen haben, die jetzt nicht unbedingt mit dem Wetter zu tun haben, wie auch eben diese Buschfeuer oder auch Erdrutsch oder Lawinenabgänge, die quasi alle aber auch bedingt durch die steigenden Temperaturen häufiger oder variabler werden können. Nächste Slide bitte. Dann gleich noch einmal klicken. Das sind jetzt hier zurück zu den Buschfeuern, eben die, wie schon am Anfang kurz erwähnt, diese extreme Buschfeuersaison in Australien, die viele von Ihnen wahrscheinlich in den Medien noch mitbekommen haben, war eben die längste Saison seit Beginn der Beobachtung. Hier als kurze Übersicht, die 2019-20-Season ist eben ganz unten in der Tabelle und man sieht eben allein von der verbrannten Fläche in der dritten Spalte, dass sie die 16 Millionen Hektar verbranntes Land, wohingegen die vorherigen großen Ereignisse nicht mal 1 Million Hektar verbranntes Land mit sich gebracht haben. Und eben auch auf der rechten Seite hier die akkumulierten Schäden von 2010 bis 2020 eben deutlich über allen anderen Dekaden in den Jahren davor liegen. Dann nächstes Slide bitte. Nochmal wieder kurz vom bisschen globaleren Bild auf Deutschland. Was auch für Deutschland dann noch relevant für die Zukunft ist, ist eben Hagel, wo man hier auf der linken Seite eine Studie hat, die von Leuten aus Karlsruhe, die eben aufzeigen, dass mit steigender Temperatur oder eben mit dem globalen Erwärmung auch sich das Hagelpotenzial in der Zukunft verändert, wo man hier diese Hagel-Hotspots vor allem im Süden von Deutschland, der Stuttgarter Gegend, Reutlingen oder auch in der Münchner Gegend vor allem eben auch jetzt schon hat, die sich aber eben auch in Zukunft noch verstärken können. Das hängt vor allem damit zusammen, dass wärmere Luft eben dazu in der Lage ist, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Es gibt hier diese berühmte oder in der Fachsprache berühmte Gleichung von Clausius Clapeyron, wo es so eine Proportionalität gibt, wo eben mit 1 Grad Temperaturanstieg die Luft 6 bis 8% mehr Feuchtigkeit eben aufnehmen kann und eben dementsprechend einfach mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre vorhanden ist und die dann eben zusätzlich mit der Energie, die dann damit auch in die Atmosphäre abgegeben wird, auch die Hagelereignisse zunehmen können oder intensiver werden können. Zusätzlich haben wir jetzt, glaube ich, schon ein-, zweimal besprochen, eben diese höhere, die mehr Hitzewellen oder auch die höhere Dürre- und Waldbrandgefahr. Da gibt es jetzt auch noch eine Abbildung zu. Noch einmal klicken, bitte. Das ist eine Abbildung, die die Waldbrandgefahr in Deutschland veranschaulicht. Auf der linken Seite ist quasi der Referenzzeitraum, wo man sieht, dass vor allem im ostdeutschen Raum die Waldbrandgefahr generell höher ist als in Deutschland im Mittel, also auch quasi in den letzten 30 Jahren schon, beziehungsweise im Zeitraum von 61 bis 90. Und hier sind jetzt Auswertungen aus 17 verschiedenen Klimaprojektionen, die eben die Veränderung der Anzahl der Tage mit erhöhter Waldbrandgefahr im Juli zeigen. Und man sieht auch hier eben, also quasi eigentlich ab jetzt, das ist ja schon 2021 bis 2050, hat man schon die erhöhte Waldbrandgefahr, also bis zu 2 bis 8 Tage mehr. Wenn man jetzt noch weiter in die Zukunft schaut, hat man eben einfach quasi flächendeckend in Deutschland bis zu 10 Tage mehr im Juli, die eben waldbrandgefährdet sind. Und man bekommt es ja in den Medien auch immer wieder mehr mit, dass auch schon im April dieses Jahr, das gab es ja schon vor allem auch in Brandenburg, wieder Waldbrände. Also es ist auch so, dass nicht so, dass man das jetzt quasi nur immer in irgendwelchen wissenschaftlichen Studien sieht, sondern man wirklich auch Auswirkungen ja schon im täglichen Leben eigentlich mitbekommt.
Dann nochmal eins weiter, bitte. Das jetzt noch ein bisschen eine andere Naturgefahr in dem Sinn, eben das veränderte das Flutrisiko in Europa, wo man eben verschiedene Faktoren berücksichtigen muss. Es gibt eben eine veränderte Saisonalität. Das hängt dann auch zusammen damit, dass die Schneeschmelze sich verändert, sodass sie einfach, dass es in manchen Jahren eben weniger oder fast gar keinen Schnee mehr gibt, in anderen dann viel, aber dann eher später, sodass die Schmelze dann auch ein bisschen später beginnt. Und so als groben Überblick kann man hier sagen, dass sind auch so viele Studien sich einig, dass eben der Mittelmeerraum quasi eher trockener wird. Und hier so in Mitteleuropa bis dann auch in UK und Skandinavien hat man eben so diesen Anstieg im Flutrisiko. Und eben das sind dann wieder so Effekte, wo man auch vielleicht nicht einen einzigen Auslöser festmachen kann, weil das eben zusammenhängt mit erhöhten Niederschlagsintensitäten, auch Variabilität. Dann ist das ja auch nicht unbedingt nur ein Effekt, der über ein Jahr entsteht, sondern es kann ja auch sein, dass quasi die Erde über ein, zwei Jahre austrocknet, weil eben weniger Niederschlag fällt als im Durchschnitt über die ein, zwei Jahre, dadurch der Boden trockener wird. Und dann, wenn es einmal stark regnet, der Abfluss natürlich, das Wasser schlechter versickert und schneller abfließt, wo dann diese, wie man halt sagt, diese Flash Floods oder diese quasi lokalen intensiven Überschwemmungen eben beobachtet. Eben, das sind eben Flut ist eine Naturgefahr, die halt viele verschiedene Faktoren begünstigt. Dann nochmal eins weiter, bitte. Dann noch gleich mal klicken einmal. Das sind jetzt einfach mal ein paar Zahlen, die, ich meine, das ist auch wie gesagt mit sehr viel Unsicherheit verbunden, aber man sieht eben einfach schon an der Größenordnung der Zahlen, dass sowohl für Deutschland, aber natürlich auch global, die Kostenschätzungen in die Milliarden bzw. Billionen auch gehen global mit für die verschiedenen Klimaszenarien. Dann bitte einmal weiter. Dann nochmal ganz kurz, es wird ja viel über diese 2-Grad-Grenze gesprochen und dann ist so ein bisschen die Frage, warum ist eigentlich genau diese 2-Grad-Grenze? Und da ist es eben so, dass die 2-Grad-Grenze das nennt man dann Klimasensitivitätsgrenze ist, die dann eben diese sogenannten Tipping Points oder Klimakipppunkte, wie man auf Deutsch sagt, begünstigt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Hier dieser Ball, in dieser Kuhle liegt auf der linken Seite, ist eben, wenn man den aus dem Ausgangszustand ein bisschen wegbewegt, sobald man das nur so ein bisschen hin und her schiebt, dann rollt er wieder zurück in seine Kuhle. Und wenn die Kuhle wenn das Ganze nach oben entzerrt wird, quasi wenn die Kugel einfach auf der Ebene liegt und die nur ein bisschen verschoben wird, dann rollt sie quasi ganz woanders hin. Und im schlimmsten Fall, wie jetzt hier, rollt sie dann quasi diesen Abhang hinunter und ist dann in einem ganz anderen Zustand. Und so ähnlich verhält es sich eben auch mit der Atmosphäre. Die Atmosphäre ist schon dazu geneigt, quasi in ihr Ausgangszustand wieder zurückzukehren, also in ihrem quasi natürlichen Zustand. Wenn jetzt allerdings starke Veränderungen an der Atmosphäre vorgenommen werden, eben durch erhöhten CO2-Ausstoß oder Temperaturanstieg, der damit einhergeht, kann es eben sein, dass die Atmosphäre einfach in einen komplett anderen Zustand übergeht. Kann man jetzt mal eine Slide weiter, bitte? Nochmal klicken, bitte. Das sind jetzt so verschiedene... Nochmal eins zurück, sorry. Das sind jetzt verschiedene von diesen Klimakipppunkten veranschaulicht, was es da eben gibt. Und jetzt mal um eins rauszupicken, es gibt eben diesen Permafrostboden im arktischen, vor allem im russischen Festland, der eben relativ viel oder sehr viel Treibhausgas noch gespeichert hat, vor allem CO2 und Methan. Und wenn jetzt eben wenn dieser Permafrostboden eben nachhaltig auftaut, dann wird dieses ganze CO2 und Methan in die Atmosphäre freigelassen, was dann gleichzeitig wieder den Temperaturanstieg beschleunigt, wo man dann von einem positiven Klimafeedback spricht, der sich quasi dann eben selbst begünstigt. Und dann aber, nachdem natürlich diese Permafrostboden einmal aufgetaut sind, kommt das CO2 auch nicht mehr zurück in die Erde. Und so hat man eben auch so einen Klimakipppunkt erreicht, der dann quasi halt unumkehrbar ist. Und davon gibt es eben einige mehr, eben auch diese westantarktische Eisschelf oder eben auch die Meereszirkulation, die sich verändern können durch die Erwärmung und so weiter. Dann jetzt eins weiter noch, das müsste dann die letzte Slide sein. Ein bisschen als Fazit, ich meine, das waren jetzt alles sehr drastische Auswirkungen, aber weiterhin glauben wir oder ist generell, dass die Wetterrisiken einfach weiterhin versicherbar bleiben. Aber man muss eben aufpassen, dass man halt nicht nur die Vergangenheit als Maßstab nimmt, da man eben sonst wahrscheinlich ein bisschen ein Historical Bias, wie man sagt, also beziehungsweise man unterschätzt die Gefahr für die Zukunft, wenn man nur in die Vergangenheit schaut, da quasi dieser Trend, wie man hier sieht, wenn man den
quasi den Durchschnitt der Vergangenheit nimmt, liegt man eben schon heute unter dem, was man eigentlich erwartet hier. Das hat jetzt keine Y-Achseneinheit, sondern das ist einfach mal so ein bisschen als Veranschaulichung gezeigt, eben wenn das jetzt zum Beispiel Schadenssummen wären oder irgendwelche Windgeschwindigkeiten oder sowas, wenn man da eben den Durchschnitt der Vergangenheit nimmt, unterschätzt man eben das Gefahr für die Zukunft. Wo sich das natürlich hinentwickelt, ist natürlich schwer vorherzusagen, aber dass man eben muss man eben aufpassen, dass man quasi auch wirklich das aktuelle Klima abbildet und nicht eben nur das Klima der letzten 100 Jahre, sagen wir mal. Dann müsste eins weiter. Ja, das war das dann von meiner Seite gewesen. Ich hoffe, es konnte Ihnen ein bisschen Einblick geben in dem quasi die Challenges oder die neue Risikolandschaft, die in der Versicherungsindustrie herrscht. Und eben auch, jetzt gibt es noch ein paar Lösungsansätze, wie man das vielleicht bewältigen kann. Dankeschön. Tom, legst du direkt los? Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wie unschwer zu hören, sitze ich in der Schweiz, in Zürich. Also guten Morgen alle zusammen. Mein Name ist Thomas Keist. Ich bin Teil eines Teams, das nennt sich Innovative Risk Solutions. Und was wir machen können, ich meine, diese Veränderungen, die sind ja sehr besorgniserregend und ich denke, wir müssen natürlich auf allen möglichen Ebenen versuchen, diese Gefahr abzuwenden, respektive rückgängig zu machen. Und dafür stehen auch alle Aktivitäten, die die Swiss Re als Gruppe überhaupt einsteht dafür. Wo wir aber natürlich dann direkt auch etwas tun können, ist auf der finanziellen Seite, oder? Wir sind eine Versicherung, eine Rückversicherungsgruppe und eine Versicherungsgruppe. Und wir können natürlich helfen mit entsprechenden Lösungen, mindestens die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in dem Sinn zu stärken, basierend auf diesen Klimaveränderungen. Das ist, was wir tun können und das ist auch das, was wir machen. Ich glaube, von daher gibt es ein paar interessante Nachrichten, vielleicht sogar gute Nachrichten bezüglich der Versicherbarkeit von solchen Klimarisiken oder auch Naturkatastrophenrisiken. Und auf die möchte ich heute eingehen. Und für das habe ich nur drei Slides, aber das ist, ich spreche wahrscheinlich gleich lang wie Herr Walz. Ich spreche einfach langsamer, darum habe ich nur drei Slides. Und wir gehen jetzt gleich vielleicht auf die erste ein. Tanja, wenn du da auf die erste Slide gehen könntest. So, also bezüglich der Versicherbarkeit hat ja die Auswahl der Versicherungslösungen zugenommen und wir tragen da auch mit dazu bei und sind da auch gut unterwegs. Immer mehr und immer häufiger werden wir angefragt für sogenannte parametrische Lösungen. Vor allem Bezug nehmend auf Klima- und Wetterrisiken, aber auch weitergehend. Ich gehe dann noch auf das, ich komme noch auf das zurück. Aber diese parametrischen Lösungen, die ergeben sich, weil wir eine zunehmende Verfügbarkeit von automatischen Sensordaten haben zu Naturgegebenheiten. Die können ja gemessen werden, ausgewertet werden und können natürlich für eine Versicherungslösung verwendet werden. Wir nennen das eben parametrische Versicherung und der Vorteil der parametrischen Versicherung, die ich jetzt gleich erkläre, ist, dass sie eben extrem schnell und mit absoluter Sicherheit bezüglich der Auszahlungshöhe reagieren kann oder reagiert. Und der Grund ist ganz einfach, dass wir, indem wir auf diese Sensordaten schauen, welche ja unabhängig erstellt werden von Sensoren und in den meisten Fällen von unabhängigen Drittparteien, oft auch staatliche Institutionen gemessen werden, dass wir auf denen eben objektiv abstellen können, um eine Versicherungsauszahlung auszulösen. Wenn wir das in einer Grafik darstellen, ist das die Grafik vielleicht, die Sie auf der unteren Seite der Folie sehen. Also wir sehen da, dass ein Ereignis passiert. Hier ist vielleicht eine Explosion, ist vielleicht jetzt falsch für ein Naturereignis.
Das kann ja auch ein Erdbeben sein oder es kann eben ein starker Niederschlag sein. Es kann übrigens auch vielleicht ein Feuer sein, ein Waldbrand, der ist nämlich beobachtbar von Sensoren, von Satelliten zum Beispiel. Auf jeden Fall messen diese Sensoren das Ereignis und sie messen ja auch das Ausmaß des Ereignisses. Und diese Messungen, die kann man in der Mitte, sieht man die kleine Grafik, die zeigt, wie die Messung verläuft. Und wir können ja jetzt etwas definieren, das sagt, wenn eine Messung in bestimmte Höhe erreicht, so einen Peak, ich habe da einen Kreis eingezeichnet, dann wird eben ein Versicherungsbetrag ausbezahlt. Oder? Und dieser Betrag, der ist eben vordefiniert. Das ist der Unterschied zur klassischen Versicherung, ist, dass eben natürlich vorher überlegt wird, was wäre denn der Schaden für eine Unternehmung bei einem bestimmten Ereignis. Und wenn man das vordefiniert, kommt das auch so in den Vertrag. Und das heißt, sobald das Ereignis diese bestimmte Höhe, also diese bestimmte Intensität überschreitet, dann wird die Auszahlung in der vordefinierten Höhe geleistet. Und das kann eben geschehen in sehr kurzer Frist. Wir können abmachen, dass wir das in 5 Tagen zahlen oder vielleicht innerhalb eines Monats. Aber auf jeden Fall gibt es keinen komplexen Schadenregulierungsprozess. Es gibt keine Versicherungsschaden, Leute, die vorbeikommen müssen und irgendwelche Reports erstellen müssen, sondern es ist alles objektiv beobachtbar, das Ereignis, der Auslöser und dann eben auch die Auszahlung. Das hilft vor allem für solche Unternehmen, welche nach einem Ereignis, ob jetzt eine Naturkatastrophe ist oder ein Wetterereignis, die dann sehr kurzfristig auf Liquidität angewiesen sind. Für diese Unternehmen ist eine parametrische Lösung genau das richtige Mittel, um eben das zu erreichen, was sie mit Versicherung erreichen möchten. So, gehen wir auf die nächste Slide, bitte. Ich habe hier ein gutes Beispiel für so eine parametrische Lösung. Es ist in Deutschland bezüglich dem Rhein. Und zwar hatten wir im Jahr 2018 dieses ausgeprägte Niedrigwasserereignis in ganz Europa. Und vor allem natürlich die bekannten Unternehmen, oder auch unbekannten, einfach alle Unternehmen entlang des Rheins, die haben sehr stark gelitten unter diesem Niedrigwasser, weil sie höhere Transportkosten hatten oder sogar Betriebsunterbrechungen. Und das ist natürlich ein Ereignis, welches wieder geschehen könnte, wenn wir uns eben die Ausführungen von Herrn Walz vor Augen führen. Solche Extremereignisse können wieder geschehen und entsprechend gab es dann natürlich die Frage, kann man hier etwas bieten als Versicherung, das genau das adressiert. Und weil es eben beim Rhein und auch ab den meisten anderen Flüssen sehr viele Pegel gibt, die von unabhängiger Stelle gelesen werden, und auch recorded werden, da kann man natürlich sowohl die Historie anschauen, wie auch sich überlegen, was könnte in der Zukunft passieren und kann eine solche parametrische Versicherungslösung auf solche Pegelstände abstellen. Und ich habe hier ein Beispiel, das ist der letzte Punkt des Swiss Recourse Flow, wir nennen es Flow, in Anlehnung an einen Fluss, der eben fließt. Und wir bieten tägliche Auszahlungen, jetzt in diesem Fall pro Tag, eine Auszahlung pro Tag an den Versicherten, wenn der Wasserstand unter einem bestimmten Niveau ist,
an einem bestimmten Pegel. Können auch mehrere Pegel sein, man kann auch einen Index bilden aus verschiedenen Pegeln und so weiter, ist alles möglich. Das ist einfach die einfachste Variante. Und als Beispiel unten habe ich den Pegelstand Kaub. Kaub ist dann eigentlich der bekannteste Pegel im Rhein. Wenn der unter 60 cm steht, dann gibt es eine Auszahlung von zum Beispiel 25.000 Euro pro Tag. Was das natürlich bedingt, ist, dass das Unternehmen vorher sich im Klaren darüber wird, was es denn eigentlich kosten würde, wenn der Wasserstand bestimmte Pegel unterschreiten würde. Also diese Analyse, die wird notwendig vorher. Das ist der Unterschied zur klassischen Versicherung, wo man ja dann eigentlich einfach nachher hingeht und sich anschaut, was war denn jetzt der Schaden. Bei einer parametrischen Versicherung muss man vorher die Analyse machen. Und das ist auch durchaus aufwendig. Also es ist nicht zu unterschätzen, dieser Aufwand. Und dieser Aufwand obliegt, das kann nicht ein Versicherer übernehmen. Da muss der Versicherte oder der Interessierte an einer Versicherung muss diese Arbeit leisten, im Normalfall natürlich zusammen mit seinem Makler. Das wird dann gerechnet vorher und dann entsprechend diese parametrische Deckung strukturiert. Nochmals in diesem Fall ganz einfach, fällt der Pegel unter 60, zahlt die Versicherung 25.000 Euro pro Tag, solange der Pegel unter 60 cm bleibt. Gut, ich habe noch eine dritte Slide, da möchte ich zeigen, wo diese parametrischen Lösungen typischerweise Anwendung finden in der heutigen Zeit. Und ich möchte aber auch einen Ausblick geben über bezüglich was denn in Zukunft so alles möglich sein könnte. Also die typischen Anwendungsgebiete sind im Moment tatsächlich auch diese Klima, also die sind bezüglich Gefahren, die mit dem Klima zu tun haben oder auch einfach Naturgefahren sind, wie Erdbeben zum Beispiel. Aber natürlich Sturm, Flut und Dürre sind klassische Naturgefahren, die jetzt auch im Zusammenhang mit der Klimaveränderung eben akzentuiert werden könnten. Das ist auch entsprechend den Ausführungen von Herrn Walz. Das ist so, der obere Teil ist so wirklich das, was auch im Moment sehr häufig gesucht wird. Im unteren Teil sehen wir einfach Wetterrisiken. Das wird auch häufig gesucht, ist aber, ich sage jetzt mal, von der Menge her an Versicherungsdeckung, die geboten werden, nicht die Mehrzahl. Also die Mehrzahl ist oben Sturm, Erdbeben, Flut, Dürre. Bezüglich schlechtem Wetter, ich nenne es jetzt einfach schlechtes Wetter, das ist ja relativ, oder kann man auch sämtliche Wetterverhältnisse beiziehen, sei es das Niederschlag, zu viel oder zu wenig, oder sei es Temperatur, zu hoch oder zu tief, oder Wind und Wellen, also zum Beispiel für Offshore-Windparks sind hohe Wellen ein Problem, wenn man in der Montage oder auch im Unterhalt, und das kann man durchaus auch als Mess oder als Messlatte für eine parametrische Lösung beiziehen. Gut, ich möchte noch als letzten Punkt eben eine Aussicht geben nach vorne bezüglich den parametrischen Lösungen per se. Behalten Sie doch im Kopf, dass je mehr Sensoren wir haben in unserer Welt, oder seien das jetzt Kameras oder seien das Sensoren in Maschinen, je mehr wir solche Sensoren haben, je mehr wir in der Lage sind, auch die Daten entsprechend aufzubereiten und auszuwerten, desto mehr können wir auch solche parametrischen Versicherungslösungen auf diesen Daten abstellen.
Als Beispiel, zum Beispiel kann ich angeben, in der Maschinenindustrie, oder könnte es ja sein, dass man in Zukunft sagt, dass eine Maschinenbruchversicherung, die funktioniert vielleicht in Zukunft ganz anders. Es ist nämlich so, dass, die Versicherung greift dann, wenn das System, also die Summe der Sensoren sagen, bei der Maschine ist alles in Ordnung und die läuft, und dann bricht sie eben trotzdem ein oder etwas geht kaputt, obwohl eigentlich das System alles auf grün gezeigt hat. Und dann würde zum Beispiel die Versicherung greifen. Solche Überlegungen passieren im Moment, da gibt es Entwicklungen, sehr interessante. Ich möchte, hier ist nicht der Zeit und Ort, um auf das einzugehen. Wir sprechen hier primär von naturgefahrbasierten Lösungen. Aber in Zukunft kann man sich das vorstellen, dass es auch in diese Richtung geht, mit parametrischen Lösungen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, Tanja, kann ich an dich zurückgeben? Ich übernehme schon, Tom. Tom, vielen Dank für deine Ausführungen. Wir kommen jetzt in den Frageteil. Zwei sehr interessante Vorträge zur Sigma-Studie, zur Möglichkeit der parametrischen Absicherung. Und ja, Frage in den Kreis der Zuhörer. Gibt es Fragen ad hoc? Dann würde ich bitten, Sie unmuten sich und stellen Ihre Frage. Wenn es jetzt ad hoc noch keine Frage gibt. Bijan, sonst, ich habe mich gerade unmuted. Ich gehe wieder auf die Fragen. Vielleicht kann ich eine Eingangsfrage stellen. Natürlich. Ja, und zwar meine Frage würde an den Michael Walz gehen. Michael, wenn du noch mal darauf eingehen könntest, wie trotz der vermehrten Niederschlagslage, was wir gesehen haben in den Slides, trotzdem gleichzeitig die Waldbrandgefahr steigen kann. Das scheint so eigentlich sich zu widersprechen. Aber wenn du auf den Zusammenhang nochmal eingehen könntest, das würde mich interessieren. Ja, danke für die Frage, Tanja. Quasi so, also wie ich auch schon mal vorhin kurz angedeutet habe, so eine Dürre oder auch eine Überschwemmung ist ja ein Ereignis, das sich über mehrere Jahre teilweise sogar aufbauen kann. Das heißt, wenn es 3-4 Jahre gibt, wo es eben zu wenig regnet, dann wird der Boden immer trockener und dann regnet es einfach wieder mehr und dann fließt das Wasser direkt ab und kann gar nicht versickern. Das heißt, wenn es eben halt relativ lange zu trocken ist, kann sich eben der Boden so weit austrocknen, dass quasi so ein starker Niederschlag dann eben gar keine große Auswirkung mehr hat, dass der quasi direkt abfließt und den Boden gar nicht mehr mit Wasser versorgt und so der halt den Niederschlag per se gar nichts bringt. Zusätzlich dann noch, wenn es eben für ein anderes Beispiel eben mehr regnet, quasi, also quasi die Niederschlagsintensität zunimmt, dann gibt es quasi auch mehr Material, was im Endeffekt wieder verbrennen kann. Das war so eine, glaube ich, das Beispiel, was oft gebracht wird, gerade für diese Feuer in Kalifornien, wo es eben quasi in den 1-2 Jahren davor, beziehungsweise auch gerade im Frühling, vor dem Herbst oder beziehungsweise Spätsommer, wo es dann so gebrannt hat, gab es eben mehr Niederschlag, wo dadurch mehr Vegetation quasi entstehen konnte und die dann aber durch diese Dürre im Sommer dann wieder mehr Material geliefert oder mehr Zündstoff in dem Sinne liefern konnte, für das, dass es dann wieder mehr gebrannt hat. Also das sind eben so nicht immer ganz lineare Schlussfolgerungen, die man halt ziehen kann. Das heißt also, man quasi klar, wenn man im Normalfall würde man sagen, für Waldbrand braucht man einfach eine klare Trockenheit, für vielleicht auch eine längere Zeit. Aber eben dadurch, dass man auch dieses Material braucht, das dann irgendwann im Endeffekt brennt, braucht man eben auch an einem gewissen Zeitpunkt mal mehr Niederschlag als üblich vielleicht. Also so, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass im Klimawandel oder in diesem ganzen Klimawissenschaft es eben viele Faktoren gibt und es ist eben schwierig, es sich nur einen isoliert anzuschauen. Das ist ja eben auch das Schwierige dann im Hinblick auf, also man ist ja diese Sicherheit, dass die Klima, also dass die Temperatur steigt, ist ja relativ hoch, aber eben was das alles impliziert, eben diese eventuell stärkeren Stürme oder die Frequenzerhöhung, das ist eben alles noch relativ unsicher, weil das eben nicht nur an der Temperatur liegt, sondern dann eben noch an 10 anderen Sachen, sage ich mal. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür. Danke. Michael, hier ist Ralf Wiemers aus Hamburg, Swiss Re Corporate Solution. Ich hätte auch noch eine Frage an dich, und zwar rechnet ihr als Wissenschaftler
auch mit solchen Regelkreiseffekten, sprich mehr Erwärmung, mehr Verdunstung, hast du eben geschildert, mehr Luftfeuchtigkeit in der Luft und dadurch weniger Sonneneinstrahlung auf der Erde und dadurch wieder bedingte Abkühlung. Gibt es so einen Effekt? Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auch ein Effekt, der ist mit der verantwortlich ist für diese große Unsicherheit auch. Genau diese Rückkopplung, also diese Feedback-Geschichte, das steckt in den Klimamodellen schon drin, aber das ist vor allem verantwortlich für diese große Unsicherheit, die man auch in diesen zwei Szenarien Zeitreihen gesehen hat, die dann diesen breiten Balken eben geben. Weil eben diese Wolkenphysik, also man, vielleicht mal einen Schritt zurück, so ein Klimamodell, das ist ja, also ein globales Klimamodell ist eben von der Auflösung her noch nicht in der Lage, so diese ganz kleinen Prozesse zu modellieren. Man nimmt dann eben für verschiedene Regionen, also das Klimamodell ist eben aufgeteilt in so sogenannte Grid, also so Gitterboxen, also so ein Grad auf ein Grad, kann man sich das vielleicht mal vorstellen. Und quasi die Auflösung ist eben zu groß, um da jetzt quasi jede Wolke in dem Sinn zu modellieren. Das heißt, man nimmt dann irgendeine bestimmte Zahl an, aber diese Zahl basiert natürlich schon auf gewissen Annahmen. Aber das ist eben ein guter Punkt, um diese Unsicherheit zu verdeutlichen. Also das ist alles berücksichtigt, das steckt im Modell. Allerdings eben kann man das auch schlecht quantifizieren in dem Sinn. Aber natürlich physikalisch macht das so Sinn, ja. Also dass sie durch die erhöhten, durch mehr Wolken oder weißere Wolken auch in dem Fall dann quasi mehr Sonneneinstrahlung direkt wieder reflektiert wird. Was im Übrigen auch gilt für quasi Luftverschmutzung, wo dann durch erhöhte Luftverschmutzung quasi die Einstrahlung mehr gestreut wird und dadurch auch einen abkühlenden Effekt eigentlich hat. Danke. Sie können sich gerne unmuten und Ihre Frage stellen, so es ad hoc welche gibt. Sonst, ansonsten, Tom, du hast jetzt, trittst ja jetzt hier mit zwei Hüten an, nicht? Also du hast das Thema parametrische Risiken belegt. Du bist aber auch unser globaler Experte für Captive-Themen. Welche Auswirkungen siehst du denn auf die Captive-Landschaft als Folge des Klimawandels und als Folge der veränderten Risikolandschaft, wie von Michael dargestellt? Ja, danke für die Frage. Es gab eigentlich ganz klar diese, die Captive sind ja eine Form oder eine Hülle, um Risiken über die Zeit geeignet zu finanzieren für ein Unternehmen. Und tatsächlich stellt sich immer mehr im Zusammenhang mit diesen Klimaveränderungen und den entsprechenden Risiken, die ein Unternehmen hat, die Frage, inwiefern eben die Captive als Kapazitätsgeber für solche Risiken einstehen kann. Und das ist ein Trend, den wir klar sehen, vor allem im Moment, wo der Versicherungsmarkt sowieso schwieriger geworden ist und auch die Preise ansteigen für Versicherungsdeckung, dann kommt natürlich dieses Thema sofort hoch und Captives, wenn man denn eine hat, oder, können tatsächlich einen Lösungsansatz bieten. Wir haben auch Möglichkeiten für Unternehmen, die keine Captive haben oder noch keine, die aber eigentlich entschieden haben für sich, dass der Captive-Ansatz der richtige wäre für sie, haben wir Lösungen, welche eigentlich diese Finanzierungsform durch eine Captive imitieren. Das sind dann strukturierte Mehrjahreslösungen, die eigentlich die Funktionsweise einer Captive imitieren. Danke, Bijan, für die Frage. Ja, danke, Tom. Ich kann vielleicht sonst auch noch ab zu den parametrischen Lösungen, was ich oft gefragt werde, oder auch fairerweise ist ja, wie viel Kapazität steht denn da zur Verfügung und was kostet das und für wen ist denn das besonders geeignet? Dazu kann ich sagen, dass von der Kapazität her eigentlich große Zahlen möglich sind. Also wir sprechen hier nicht von 5, 10 Millionen, sondern wir sprechen von viel, viel mehr. Also Kapazität ist genügend vorhanden. Die Preise, die bewegen sich im gleichen Rahmen wie eine normale, also jetzt in diesem Fall Sachversicherung. Man muss sich vorstellen, dass die Modelle dahinter im Underwriting sind dieselben für die parametrischen Lösungen wie auch für die traditionellen. Von daher müssen auch die Preise vergleichbar sein.
Wenn die Preise höher sind, dann nur, weil die Wahrscheinlichkeit der Auszahlungen dann entsprechend sehr hoch ist. Das ist klar. Wir sind ein Geschäft mit Wahrscheinlichkeiten und die spielen natürlich mit rein. Und die letzte Frage, für wen ist das besonders geeignet? Also wir haben gesehen, dass vor allem Unternehmen, die Exponierungen haben in Naturkatastrophengebieten, die überlegen sich vor allem auch im Moment, diesen Teil der Versicherungsdeckung herauszulösen und zu sagen, ja, jetzt für Erdbeben Kalifornien zum Beispiel nehmen wir nicht mehr die traditionelle Versicherung, sondern machen eine parametrische. Und dann haben wir nämlich auch die Platzierungsproblematik für unser Sachrisiko als Ganzes, haben wir massiv reduziert. Also dann ist sozusagen die Platzierung oder die Eindeckung des traditionellen Sachversicherungsprogramms wird einfacher, A, und B, gibt es eine Lösung, welche tatsächlich sehr schnell auszahlt, wenn denn tatsächlich das Erdbeben in Kalifornien passiert. So, das sind klassische Anwendungsgebiete. Danke dafür, Tom. Oliver Sehm hier, eine Frage, gerade weil Sie das angesprochen haben, Sachversicherungen und dann eben genau diese Risiken in bestimmten Ländern, exponierten Risiken. Man kann ja auch, also kam mir gerade der Gedanke, das ganze Thema Zulieferer- und Abnehmerkette, die darf man ja bei der Geschichte auch nicht außer Acht lassen. Da gibt es ja letzten Endes im Sachbereich oftmals entsprechende Begrenzungen. Dafür wäre das doch im Prinzip auch ein richtiger Ansatz, oder? Ja, Sie müssten die entsprechenden Parameter finden, oder? Also wenn es natürlich um Naturgefahren geht, die auf die Lieferkette Einfluss haben, ja, absolut, oder? Dort kennen wir die Datenlieferanten für so eine parametrische Lösung, dann geht das ja. Aber Sie müssen immer einfach im Kopf haben, es braucht ja diese unabhängigen Daten, die von Sensoren gemessen werden. Richtig, aber genau das habe ich oftmals im Sachbereich, dass man dort nur begrenzte Limite zur Verfügung hat, weltweit oder Europa, was die Zulieferer- und Abnehmerketten angeht. Und wenn ich genau diese Daten ja hätte, dann kann ich darüber ja tatsächlich ein entsprechend höheres Limit, genau wie Sie es gerade skizziert haben, für mein eigenes Unternehmen, aber eben auch dann für meine Zulieferer absichern. Ja, also eher dann ein separates Limit, ja, für diesen Teil. Ja, richtig. Super. Dankeschön. Tom, danke dafür. Wir haben gerade noch eine Frage über die Chat-Funktion reinbekommen. An wen kann ich mich wenden bezüglich parametrischer Lösungen? Tom, möchtest du die Frage auch aufnehmen? Ja, also erste Kontaktperson ist immer die Tanja und unsere Leute bei Ihnen im Markt. Das ist klar. Und dann kommt es dann normalerweise zu Urs Neukomm oder mir selber. Ich nehme an, die einen oder anderen von euch kennen Urs Neukomm oder mir selber. Und dann geht es von da weiter. Aber erste Kontaktperson ist die übliche. Alle Swiss Corporate Solutions Mitarbeiter kennen diese Lösung und wissen auch, wie damit umgehen. Danke, Tom. Weitere Fragen seitens unserer Gäste. Herr Reichel. Ja, hallo, Markus Reichel. In der Tat, ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Und extra den Herrn Keist, meinen guten Freund Tom Keist. Wir hören ja hier, dass die Swiss Re Segmentierung für Industriekunden vornimmt. Zählt es dann für eine Rückversicherung für die Captive auch? Das heißt, sobald ich eine 4 Milliarden Umsatzgrenze überschreite, würdet ihr auch keine Rückversicherung für die Captive für das gleiche Unternehmen machen? Stimmt es so oder wäre das was, wo ihr weiterhin Interesse habt, um dann auch natürlich nicht nur das klassische Geschäft rückzuversichern, sondern auch im Bereich der parametrischen Risiken tätig zu werden? Ja, also jetzt weiß ich nicht genau, welche Segmentierung. Ich glaube, ich kann den ersten Teil nehmen, Tom. Ja, ja, mach das mal, Bischof. Danke. Ich glaube, Sie haben im Markt wahrgenommen, dass wir bezogen auf Haftpflichtrisiken stärker segmentieren und da eine Grenze eingeführt haben,
in der Tendenz 10 Milliarden Umsatz global, 1 Milliarde US-Umsatz. Ja, und da dann im Underwriting etwas stärker hinschauen. Nicht wahr? Das ist also speziell für den Haftpflichtbereich so. Und da hat es in den letzten Wochen unsererseits Kundenansprachen gegeben. Tom, ich denke, das ist der Kontext, Herr Reichel. Also die 4-Milliarden-Grenze ist mir jetzt nicht bekannt. Ich hatte 4 verstanden. Wenn es 10 sind, ist auch gut. Fakt ist, wenn der Kunde diese Grenze erreichen würde, trotz allem eine Captive hat, machen Sie dann das Captive-Geschäft mit oder nicht, inklusive Haftpflicht? Tom, was ich ja dann eigentlich widersprechen würde aus Swiss Re Group. Ja, richtig. Nein, das kommt nicht darauf an, oder ob dazwischen noch eine Captive ist oder nicht. Was ja bleibt, ist die Exponierung. Oder die bleibt ja trotzdem. Genau. Ja. Das ändert sich nicht mit einer Captive. Das heißt, dann würden wir euch gar nicht ansprechen müssen für derartige Themen. Also, in deinem Fall würde ich jetzt trotzdem sagen, dass du mich anrufst. Na gut. Sogar erwarten. Danke für die Antwort. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte vielleicht noch eine Abschlussfrage an Michael. Jetzt haben wir ja eine besondere Zeit hinter uns, sind ins Jahr gestartet mit dem World Economic Forum, wo das Thema Nachhaltigkeit, ESG, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es herrscht geradezu eine gewisse Euphorie auf dem Thema, dass nach der Frustration rund um den Paris-Akkord, der dann doch nicht so umgesetzt werden konnte, also dann gab es diese Welle des Enthusiasmus rund ums World Economic Forum und jetzt haben wir die Covid-Zeit, die auch nochmal für eine große Sensibilität gesorgt hat. Was nimmst du da wahr, was die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen angeht, Michael? Ja, das ist eine gute Frage. Also die ganze Covid-Zeit überschattet jetzt in dem Sinn mal so ein bisschen das ganze Klimawandelthema. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass es nicht so wieder in der Schublade verschwindet. Als direkte Implikation kann man sagen, dass die ganze Covid oder auch die Folgen, eben dann die Rezession im Folge der Covid-Krise wahrscheinlich dem Klimawandel jetzt erstmal schadet, also beziehungsweise der Politik oder dem Entgegenwirken des Klimawandels schadet, weil man eben vielleicht davon ausgehen kann, dass dann Investments in regenerative Energien oder eben in neuere Technologien, die treibhausneutraler sind, dann eben wahrscheinlich an denen eher gespart wird als an anderen Enden, würde ich mal sagen. Und klar, das ist halt eben, man muss eben schauen, dass man weiterhin das Thema halt auch irgendwie am Leben hält, dass man, klar sind auch ein bisschen andere Probleme jetzt zurzeit, die quasi akuter sind vielleicht, aber man darf halt trotzdem nicht vergessen, dass eben es ja trotzdem nicht aufhört, dann quasi Hurricanes im Nordatlantik zu geben oder sowas. Also das ist jetzt ja bisher die Saison noch relativ ruhig verlaufen, allerdings kann sich das natürlich auch schlagartig ändern. Und wenn man dann eben sowas hat wie, man ist noch in der Corona- oder Covid-Zeit und hat dann gleichzeitig noch eben so ein großes Naturereignis, dann hat man quasi halt so diesen Doppel-Impact quasi. Da muss man dann sehen, wie das sich im Endeffekt dann ausschlägt. Aber ja, wie du sagst, es ist eben so ein bisschen untergegangen jetzt in den letzten Tagen oder Wochen, wie auch vieles andere. Aber man muss das halt irgendwie einfach, muss halt eben aufpassen, dass das nicht in den Schubladen verschwindet. Ja, also um positives Framing auch zu haben, ich glaube, es ist natürlich auch eine große Chance, Investment, wir haben jetzt viel Investitionen staatlicher Seite auch in die richtigen Kanäle zu leiten. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, in welche Richtung es geht. Ja. Wir haben jetzt 11:01 Uhr, wir hatten bis 11 Uhr angesetzt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Referenten. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, dass sie uns hier gelauscht haben. Und auch für die Beiträge bedanke ich mich im Namen des Swiss Re Corporate Solution Teams. Wir werden Ihnen die Unterlagen zugänglich machen. Ihre Kontaktdaten haben wir. Und wenn es weitergehende Fragen etc. gibt, steht Ihnen Ihr Team der Vortragenden und Ihre bekannten Marktkontakte sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Auf Wiederhören.